herzlich willkommen zu den Heimatgeschichten aus Überraschung Burgheim. Wir sind heute mit der Dorothea Zitzmann hier im Keller des Rathauses, wo Sie als heimatgeschichtlicher Verein ja ein kleines Museum eingerichtet haben. Richtig, also das Museum wird von der Stelle für nichtstaatliche Museen betreut, aber vom Verein gewissermaßen gepflegt, sagen wir mal so. Und wir haben das Museum chronologisch aufgebaut. Das heißt, hier in der Vitrine sind dann jetzt die ganz, ganz alten Sachen. Vor allem stammen die aus den Ortsteilen, nicht aus dem Kernort Burgheim selber. Und mein absolutes Liebling, es sind sehr viel steinzeitliche Sachen, jungsteinzeitliche Sachen aus Dezenacker, ist ein Ortsteil von Burgheim. Und mein Lieblingsstück hier ist ein Steinbeil aus der Jungsteinzeit. Und zu dem habe ich auch einen ganz persönlichen Bezug. Und zwar? Es war so, dass mein Vater und mein Bruder und ich über die Felder gestapft sind, wie so oft in meiner Kindheit. Und wir haben nach steinzeitlichen Scherben, Messerchen, Ähnlichem gesucht, aber nicht viel gefunden. Und als wir wieder ins Auto einsteigen wollten, hat mein Vater bemerkt, dass seine Schuhe sehr schmutzig sind vom Acker und hat aus so einem Steinhaufen, der da am Rand des Ackers war, sich einen passenden Stein ausgesucht, hat sich die Schuhe sauber gemacht und dann nochmal einen Blick auf den Stein geworfen und dann festgestellt, das ist ein Steinbeil. Genau das, was wir eigentlich schon so lange gesucht haben und nie gefunden haben. Und seitdem liegt es jetzt hier herin in der Vitrine. Wir haben ja noch ein zweites sehr schönes Steinbeil, einen sogenannten Schuhleistenkeil. Und das ist insofern interessant, als es aus einem Stein gefertigt ist, den es hier in der Gegend gar nicht gibt. Also das aus Amphibolit bezeugt eben die weitreichenden Handelsverbindungen, die auch die Steinzeitmenschen schon hatten. Wie weit geht denn jetzt die Geschichte von Burgheim zurück? Also wie alt sind hier die ältesten Fundstücke? Ja, da können wir hier oben anfangen mit den Ammoniten. Die kommen aus dem Weißjura zu der Zeit, als Burgheim noch ein tropisches Meer umgeben hat. Und die sind 150 Millionen Jahre alt. Stark. Die Mammute, das wurde alles gefunden bei der Kiesausbeutung. Denn da kommt natürlich dann immer mal wieder ein Mammutzahn, irgendwas raus. Und es wird uns dann dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und die sind ja ungefähr 60.000 Jahre alt. Dann geht es weiter mit der Jungsteinzeit, wo eben in den Ortsteilen große Fundstätten sind, ungefähr vor 7.000 Jahren, so in etwa. In der Jungsteinzeit wurde ja dann der Ackerbau erfunden. Das erzählt diese Reibschale. Und ich finde es immer ganz faszinierend, dass das ungefähr eine Stunde dauert, um aus Getreide mit diesem Reibstein so ein Kilo Mehl herzustellen. Also das Leben war dann schon ganz schön mühsam zu der Zeit. Genau. Absolut. Wir können jetzt noch ein Stück laufen. In dem einen Raum weiter geht es dann noch weiter in der Geschichte. So, wir kommen jetzt zur wichtigsten Phase in Burgheims Geschichte. Wir sehen hier eine römische Prunkmaske. Burgheim hatte zwei Kastelle, war über 500 Jahre von den Römern als Kastellort und auch als Vicus, also als Ort, wo man lebte, wo viele römische Familien auch lebten, genutzt worden. Und unser Prunkstück, wie gesagt, ist diese Maske. Diese Masken wurden also nicht im Krieg getragen, sondern es waren reine Stücke für Reiterspiele, für Umzüge, da hat man die getragen. Und es gab hinten auch noch ein Hinterkopfstück mit einem Scharnier, sodass der ganze Kopf eingeschlossen war. Es gibt mehrere Typen von Masken. Das ist eine Maske vom alexandrinischen Typ nach Alexander dem Großen. Kann man gut erkennen an diesen Schmachtlocken und den klassischen Gesichtszügen hier. Es war eine der ersten solchen Masken, die in Bayern gefunden worden sind. Und die Fundgeschichte ist ganz interessant. Es hat nämlich in diesem Stein- oder in diesem Kiesausbeutungsgebiet, 39 war es, glaube ich, ein Arbeiter diese Maske gefunden, aber nicht für irgendwas Wertvolles gehalten. Er hat sie mit einem Nagel an seinen Wagen, die hatten so einen Bauwagen dort, und da hat er sie hingenagelt oder an einen Nagel durch die Augen gehängt. Und als dann sein Vorgesetzter mal durch die Siedlung oder durch diese Bauwagen ging, hat er plötzlich die Maske bemerkt und er hat sofort gesehen, dass das was ganz Besonderes ist. Er hat sie dann mitgenommen und hat sie lange besessen, hat sie also zu mehreren Wohnorten mitgenommen, und der bayerische Staat hat immer versucht, ihm dieses Teil abzukaufen, was lange nicht gelungen ist, aber irgendwann hat er sie doch verkauft.
Und das Original ist jetzt in der Prähistorischen Staatssammlung in München. München hat auch vor ein paar Jahren mit einem Riesenplakat geworben, wo diese Maske zu sehen war. Wir haben leider nur eine Replik, aber eine sehr gute Replik. Also sehr schön eigentlich. Es ist ja jetzt doch wirklich eine Besonderheit, dass es hier so viele Fundstücke gibt aus der Geschichte hier in Burgheim. Wie viele Ausgrabungen haben da stattgefunden und wo vor allem waren sie? Sehr viele. Also es ist wirklich so, wenn man in Burgheim irgendwo baut oder gräbt, dann muss man damit rechnen, dass irgendwas Archäologisches zutage kommt. Es liegt an der Lage natürlich. Wir liegen ja auf einer Hochebene über dem Donautal. Heißt also, hier war es trocken, hier waren keine Hochwässer, es war sehr guter Boden hier. Man konnte aber zur Donau rüberfahren, die als Transportweg, als Handelsweg nutzen. Und da gab es natürlich auch dann Enten, Fische, also es gab auch was zu essen, wenn man auf den Äckern nichts wuchs. Und das war wohl der Grund, warum Burgheim so beliebt bei den Siedlern war. Und die Römer haben natürlich ja dann an der Donau entlang überhaupt eine Kette von Kastellen gebaut, als die Donau noch als Grenze zum Norden hin fungiert hat. Das war ja unser erstes Kastell. Wir hatten zwei. Das erste wurde erst 2003, glaube ich, gefunden, auch bei einem Neubau eines Hauses. Und da hat man nur eine Ecke ausgegraben. Es war ein Holzkastell. Man kann also nicht genau sagen, wie groß es ist, weil wir haben ja nur die eine Ecke, natürlich. Also wir sehen schon, es gibt sehr viel zu entdecken. Es wurde sehr viel entdeckt hier in Burgheim bei den Ausgrabungen. Was es hier im Rathauskeller im Museum noch alles weiteres zu entdecken gibt, das schauen wir uns nach einer ganz kurzen Pause an. Willkommen zurück zu den Heimatgeschichten aus dem Museum im Rathauskeller hier in Burgheim. Und Frau Zitzmann, Sie haben es mir schon erzählt, Sie haben ein ganz kleines, aber ganz besonderes Lieblingsstück, das hier ausgestellt ist. Ja, wir stehen jetzt hier vor der Vitrine, die die frühmittelalterlichen Fundstücke zeigt. Und diese Phase war für Burgheim auch sehr wichtig. Es war vor allem auch die erste Ausgrabung einer frühmittelalterlichen Siedlung. Also wir sprechen jetzt von 600 bis 900 nach Christus, nach dem Krieg. Deswegen hat diese Ausgrabung sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Da gibt es auch ganz viele Bilder drüber, sowas. Und es wurden da sehr viele Töpferwaren gefunden und die Töpfer waren aus Burgheim, wurden dann wirklich von den Archäologen als Burgheimer Ware bezeichnet. Das ist auch heute noch ein Begriff, der in der Archäologie ganz bekannt ist. Ja. Also wenn man zum Archäologen sagt, wir kommen aus Burgheim, sagt er höchstwahrscheinlich, da kommt die Burgheimer Ware her. Okay. Weil das so ein ganz spezieller Stil war. Ganz typisch waren diese Längsstriche da, wie man es an diesem Topf sieht. Aber man hat auch, wie zum Beispiel hier, die ganz kleine Scherbe, die hat so Stempeleindrücke. Ja, sowas hat man oft gesehen. Oder auch so diese Zickzacklinien, wie diese Scherbe, die jetzt da dran lehnt. Die Menschen, die damals lebten, haben nicht mehr in diesem verlassenen römischen Dorf gelebt. Das römische Dorf war wohl ziemlich entvölkert. Die haben sich außerhalb angesiedelt. Also wir hatten Fundstellen Richtung Rhein, ein bisschen außerhalb von Burgheim, dann am neuen Friedhof unten, auch außerhalb des Ortskerns. Aber die haben dann ihre Toten hier im Ortskern am Marktplatz begraben. Und wenn man dort gebaut hat oder wenn man auch Innenhöfe versucht hat zu renovieren, ist man meistens auf irgendwelche Gräber gestoßen. Und daher stammen jetzt diese Schwerter zum Beispiel, die Männer wurden natürlich immer mit irgendwelchen Kriegsgeräten, also die Langschwerter, die Sachse begraben. Es gab Gürtelgarnituren. Und jetzt noch Ihr Lieblingsstück. Genau, aber es gibt auch so ganz anrührende kleine Teile, wie dieser ganz normale Donaukiesel, der in Silberbänder gefasst wurde und dann an der Kette wahrscheinlich am Gürtel getragen wurde. Und wenn ich den in der Hand habe, dann denke ich mir immer, was hat diesen Menschen, der den mal getragen hat, bewogen, so einen ganz normalen Stein aufzuheben? Was für Erinnerungen hatte der da? War das vielleicht irgendein Talisman? Oder warum wurde dieser Stein, gerade dieser Stein, in Silberbänder gefasst? Und hat das so eine Bedeutung dann für die Person gehabt? Ja, das macht
das macht so eine Verbindung zu diesen Menschen, die damals vielleicht gelebt haben. Was begeistert Sie denn persönlich jetzt hat so für die Geschichte, dass Sie sich jetzt ja da im Verein engagieren und sich jetzt da so viel, so intensiv, ja schon seit Kindertagen, wie ich gehört habe, mit dem Thema beschäftigen? Ja, wie Sie ja schon sagen, ich bin natürlich von meinen Eltern schon ein bisschen geprägt worden, weil die haben auch immer gesammelt, haben sich dafür interessiert. Und dann war ich Mitglied dieses heimatgeschichtlichen Vereines, der dann leider vor ungefähr 10 Jahren praktisch verwaist ist, weil der Vorsitzende durch einen Unfall sein Amt nicht mehr ausüben konnte. Und tja, irgendwann bin ich gefragt worden, ob ich das nicht machen könnte und habe mir dann gedacht, warum nicht? Ist eine neue Herausforderung, man kann lernen und habe dann den Vorsitz übernommen. Wir hatten damals ja 43 Mitglieder, jetzt haben wir 103. Wow! Und ja, bin ich auch ganz stolz drauf. Wir haben eben die neue Ortsgeschichte jetzt vor 1,5 Jahren veröffentlicht, wo die ganze Geschichte Burgheims mal nochmal zusammengefasst und nach neuesten Erkenntnissen eben dargestellt ist. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr interessante Dinge findet man. Und durch so ein Ehrenamt kann man eigentlich auch sehr viel Profit für sich selber haben. Also man darf mal bei einer Ausgrabung mitbuddeln und da ein bisschen mit so einem ganz feinen Pinselchen was wegscharren. Ja. Man lernt sehr nette Leute kennen und man lernt einfach ständig dazu. Ich bin jetzt seit kurzem in Rente und finde, dass das eine sehr schöne Ergänzung ist. Noch mehr Zeit für ein sehr außergewöhnliches Hobby und Ehrenamt. Ganz Frau Zitzmann, hochinteressant, also so eine weit zurückreichende Geschichte und so eine bewegte Geschichte gibt es selten in den Ortschaften, in denen ich bisher unterwegs gewesen bin. War sehr spannend für mich zu sehen. Vielen Dank, wie schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Ihnen zu Hause sage ich danke fürs Einschalten und wir sehen uns morgen wieder in den Heimatgeschichten. Servus.